Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII für die PS1. Im letzten Part haben wir den vierten Traum von, oder den vierten Laguna-Traum, nicht den vierten Traum von Laguna, also irgendwie auch, ihr wisst, was ich meine, abgeschlossen. Ich habe offscreen ein wenig an den Kopplungen gearbeitet. Warum? Weil es, ich sag mal, bestimmte GF-Kopplungskombinationen bedarf, damit jeder Charakter möglichst alles koppeln kann. Ich gebe euch da auch in der Beschreibung ab sofort immer einen Link mit rein. Ich habe da jetzt mal ein Google-Dokument erstellt. Hatte das vorher schon in Excel lokal auf dem Rechner, aber warum nicht auch als Google-Dokument? Und dort seht ihr dann die Kopplungen, die ich verwenden werde. Dort seht ihr auch, warum ich diese Kopplungen verwenden werde. Ja, weil das bedeutet ganz einfach, dass ich quasi mit allen Charakteren so ziemlich alles koppeln kann. Jedenfalls in dem Rahmen, wie das Spiel es zulässt. Und ja. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Und deswegen, ja. Da habe ich offscreen noch mal ein bisschen dran gesessen, weil ich habe erst meine Liste nicht gefunden. Hat dann angefangen, die Liste noch mal neu zu erstellen und dann habe ich sie doch noch gefunden. Zum Glück. Weil das hätte ziemlich lang gedauert, das noch mal ordentlich hinzukriegen. Naja, wie auch immer. Wir wollen noch mal zu Edea. Denn sie soll uns doch mal bitte verraten, wo wir das Schiff der Weißen Seeds finden. Das fände ich zumindest voll knorke von ihr. So, wir sehen hier auch Selphie hat verdammt viele HP. Das liegt jetzt einfach daran, dass sie HP plus 40% koppeln kann durch die aktuelle Aufteilung. So. Fliegen wir noch ein bisschen näher. So. Drehen uns ein bisschen, weil wir steigen fast immer rechts aus. Wahrscheinlich war rechts gerade nicht genug Platz, deswegen bin ich jetzt links ausgestiegen. Gut, meinetwegen. Hey, direkt mal ein Kampf. Warum denn noch nicht? Nö. Jo. Ich bin ja gewillt. Moment. Ich will euch auch mal den ultimativen Zauber von Selphie zeigen. Es dauert immer ziemlich lange, bis man den mal bekommt. Na, komm schon. Komm schon. Mein Mega Vita ist ganz nice, ja. Ist aber nicht das Optimum, was man hier kriegen kann. Och, komm schon. Gib mir doch bitte The End. Der sieht einfach total cool aus. Nee. Willst du mir nicht geben? Ja, ich habe wahrscheinlich noch zu viele HP. Und bekomme ihn deswegen nicht. Ist zumindest gerade meine Vermutung. Weil das wäre ja auch sonst ein bisschen krass, wenn man den sofort einsetzen kann, wenn man schon, wenn man im Limitbereich ist, sage ich mal. Oh, da war ein Meteor. Nice. Nee. Okay, dann machen wir ein Mega Vita. Komm. Dann heilen wir uns. Ich habe jetzt keinen Bock mehr weiter zu suchen. So. Dann einmal voll heilen, bitte, Selphie. Das ist das große Problem bei Selphies Limit-Attacke.
Das Mega Vita ist das einzige, was sich in der Regel lohnt. Ach ja, wie man gerade schon gesehen hat. Bei Christus durch die automatische Kopplung sind die Stopp in den Zustandsangriff gewandert. So dass ich jetzt mit einer 100% Wahrscheinlichkeit den Stoppzustand auslöse beim Angriff. Außer der Gegner ist irgendwie resistent dagegen. Dann wird das natürlich miteinander verrechnet. Aber, ja. Ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. Ich habe ja bisher nur davon gesprochen. Also, wir haben jetzt hier Shiva, Siren und Diablos, nur drei Stück auf Quistis. Das ist aber gar kein Problem. Sie hat trotzdem verdammt viele Zusatz-Abilities, die sie koppeln kann. Ich habe mich jetzt hier für Magie und den Magiebonus entschieden. Beziehungsweise wir gehen mal auf den auf Körper. Wir gehen mal auf Körper, um da noch ein bisschen mehr. Ne, wir gehen auf Magie. Wir gehen auf Magie, einfach um beim Draw ein bisschen mehr rausholen zu können. Wenn wir nochmal irgendwo was drawen müssen. Ja, dann haben wir hier Shell und Eisrad. Dadurch resistieren. Dadurch haben wir einen Resist gegen Eis. Was ganz nice ist. Später wird hier dann eine Kombination aus Engel und Erzengel drin liegen. Kann ich euch direkt schon mal sagen. Denn dadurch absorbieren wir, glaube ich, schon mal alles. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, hier halt Stopp im Angriff. Medica und Schlaf in der Verteidigung vom Zustand. Bei Squall ist wieder Seuche in die HP gewandert, weil es einfach das meiste bringt. Dann haben wir hier Stopp. Hier haben wir Eis im Angriff. Ja, mit Shell und Feuer in der Verteidigung. Saugen wieder im Angriff, weil ich einfach die HP-Regeneration ganz nett finde. Und hier haben wir dann auch das Stärke-Plus drin. Deswegen sind wir hier auch auf 150. So, hier haben wir die HP plus 40%. Ordentlich Magie mit drauf. Und ansonsten haben wir hier auch wieder Shell mit bei und Eisra, um durch Eis halt keinen Schaden zu nehmen. Ja, und Zustandsangriff hat sie noch nicht. Das kommt noch. Jetzt bin ich zwar auf die GF bei den beiden gar nicht weiter mit eingegangen, aber ihr habt ja die Liste verlinkt. Da könnt ihr euch ansehen, welche GF auf welchen Charakter kommt. Und anhand dessen kann man das schon erkennen. So. Wir wollen jetzt auf jeden Fall mit Idea nochmal quatschen. Ich habe voll vergessen, dass, oder ich hatte in der letzten Folge so ein bisschen vergessen, dass das Gespräch ja jetzt erst kommt. Kann ich euch helfen? Elione soll auf dem Schiff der Weißen Zieht sein. Diese Kinder sind äußerst vorsichtig und bleiben nie lang an einem Ort. Ich verstehe. Ach ja, sie mochten die Landschaft auf dem Zentra-Kontinent. Möglich, dass sie daher in der Bucht des Kontinents sind. Squall, nimm diesen Brief. Damit werden sie euch willkommen heißen. Okay, wir haben jetzt Elias Brief bekommen. Hat man zwar leider nichts von mitbekommen, aber wir haben jetzt den Brief der Hexe. Man könnte theoretisch damit jetzt unendlich Geld farmen. Der Brief lässt sich, glaube ich, für 500 Gil verkaufen oder sowas. Und wenn man den Brief nicht mehr hat, weil man ihn zwingend benötigt, um zu den Weißen Seeds zu kommen, gibt Idea einem einen neuen. Da ich aber auf dem Level, wo ich mich jetzt befinde, die GF Tomberi definitiv noch nicht holen werde, weil ich denke mal, der Kampf wird noch zu heftig, kann ich das noch nicht ordentlich nutzen. Über die GF Tomberi hätte ich die Möglichkeit, jederzeit einen Shop aufzusuchen. Und darüber könnte ich dann das schnell verkaufen. So müsste ich jetzt Brief holen, in irgendeine Stadt fliegen,
dort den Brief verkaufen. Wieder zurückkommen, Brief holen. Nee, das macht keinen Spaß. Ja, also wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr trainiert hätte schon, dann würde sich das lohnen. So wie ich jetzt aktuell trainiert bin, lohnt sich das eher nicht. So, ich muss auch immer wieder aufs Neue schauen, wo genau sich das blöde Schiff befindet. Ich vergesse es immer wieder. Ich glaube, es war irgendwo hier bei der Hand. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, ich nenne das Ding hier immer Hand, weil... Ne, es sieht so ein bisschen... Ah, ne, Moment. Ich glaube, da in der Bucht war es. Ich glaube, es war dort in der Bucht. Moment. Wir schippern mal darüber. So, hier war es nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Uns wird zwar gesagt, ja, in der Bucht des Zentralkontinents, aber welche der vielen Buchten? Das ist immer so die Frage. Aber ich glaube, hier in der großen... Ja, genau. Perfekt. Dieses Schiff finden wir hier tatsächlich nur, wenn wir Ideas Brief dabei haben. Also den Brief der Hexe. Gut. Wer seid ihr? Ich bin Squall vom Balamgarden. Ich will mit eurem Anführer sprechen. Ich bin der Anführer. Ich höre. Je nach Anliegen werden wir euch bitten, das Schiff zu verlassen. Ich will Elione sehen. Na? Wir sind keine Feinde. Idea hat uns über euch erzählt. Wieso Idea? Idea steht jetzt nicht mehr unter dem Einfluss der Hexe Artemisia. Sie gehört zu uns. Daher braucht ihr Elione nicht mehr zu verstecken. Wir wollen Elione vor Artemisia schützen. Deswegen sind wir hier. Ich kann euch nicht trauen. Verlasst bitte das Schiff. Und wie wär's mit... Nö. Wir bleiben hier. Auf dem Schiff. Und folgen ihm erstmal. Ich weiß nicht mehr, wie ich Watts gesprochen habe. Hey, lange nicht gesehen. Was ist denn? Du bist der Squall. Hätte nicht gedacht, dass ich euch hier sehe. Geht's euch allen gut? Wir wurden von diesem Schiff gerettet, als wir von den Soldaten verfolgt wurden. Das war vielleicht ein Abenteuer. Thun wollte unbedingt, dass wir ins Meer springen. Hattest du einen besseren Vorschlag? Außerdem warst du der Erste, der reingesprungen ist. Die haben sich nicht verändert. Wo ist denn Rinoa? Wir haben gegen Idea gekämpft. Seitdem liegt sie im Koma. Sie ist jetzt noch im Garten. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich konnte sie, Rinoa, nicht beschützen. Es tut mir leid. Du Arsch! Was habe ich dir erzählt? Habe ich dir nicht gesagt, dass du auf Rinoa aufpassen sollst? Und du... Thun, beruhige dich. Das hat bestimmt einen Grund. Squall hätte Rinoa niemals im Stich gelassen. Stimmt doch, oder Squall? Wir suchen Elione, um sie zu beschützen, aber... Wenn sie Rinoa sieht, kann sie ihr vielleicht helfen. Siehst du, Thun, alles wird gut. Rinoa meinte doch auch, dass sie zurückkommen würde. Dass wir zusammen Timber befreien. Okay, Squall, ich sag's dir nochmal. Wenn Rinoa nochmal etwas passiert, wirst du was erleben. Ja, ja. Alles gut. So, wir folgen Thun einmal. Denn zum einen gibt es hier eine Timbermaniacs, die wir lesen wollen. Und zum anderen... Es macht Spaß, das Meer anzuschauen. Irgendwie wird es nicht langweilig. Ich habe hier gelernt, wie man ein Schiff steuert. Das ist nicht so einfach wie ein Zug. Hier hast du keine vorgegebenen Strecken. Ja. Die Girly Times, warum hat er das? Ja, wenn ihr euch erinnert, auf CD1 hatten wir die mitgenommen. Ja,
Willst du mir das nicht so geben? So, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Also eigentlich drei. Entweder wir sagen, nö, kriegst du nicht. Nee. Wir können es ihm für 25.500 Gil verkaufen. Ganz ehrlich, die Kohle kriegen wir auch anderweitig zusammen. Wir schenken sie ihm. Wirklich, im Ernst, danke. Dafür gebe ich dir das. Wir kriegen ein Namensschild, ja, okay. Lässt sich für 1.000 Gil kaufen. Aber wir kriegen auch die Shiva-Karte. Die lässt sich nicht kaufen. Und deswegen ist das das bessere Angebot. So, okay. Dann wollen wir einmal hier runter. Zum Anführer. Und mit dem nochmal quatschen. Hier. Das ist... Das ist Mamas Handschrift. Sie hat also wirklich... Ihr nennt sie auch Mama? Sie hat uns großgezogen und ausgebildet. Uns ebenso, als wir klein waren. Wir mussten leider gegen sie kämpfen. Aber jetzt ist sie wieder unsere Idee. Die furchtbare Hexe Idee wurde wieder zur barmherzigen Mama. Mann, Squall, seit wann bist du so poetisch? Vielen Dank, Squall. Und vielen Dank, Balam Seeds. Ich danke euch allen. Ihr habt ja denselben Gruß. Habe ich da gerade richtig gesehen, dass denselben auseinandergeschrieben war? Selben ist kein eigenständiges Wort. Denselben, derselbe, dasselbe, es wird alles zusammengeschrieben. Nee. Ganz ehrlich, da kommt so ein bisschen der Grammar-Nazi gerade durch, aber hey. Mama sagte, dass sie diesen Gruß kannte, ehe sie die Seeds gründete. Aha. Ja gut, ne? So, hier haben wir noch einen Drop-Punkt Holy. Holy moly. Ne? So, den kriegt man Quistis. So. Wie ich hier lese, sucht ihr Leone, richtig? Das habe ich dir auch selber schon gesagt. Es tut uns leid, sie ist nicht mehr hier. Das ist blöd. Wie ihr wisst, haben wir Elion in der Nähe von FH abgeholt. Danach sind wir nach Osten gefahren, um uns von der Hexe zu entfernen. Kurze Zeit später begegneten wir der galbadianischen Marine. Da waren viele Schiffe, die scheinbar etwas gesucht hatten. Wir waren zu unvorsichtig. Wir wurden entdeckt und verfolgt. Natürlich sind wir geflohen, aber das Schiff ging kaputt. Elione musste vor den Galbadianern beschützt werden. Daher bereiteten wir uns auf einen Kampf vor. Da kam ein Estar-Schiff. Ein Kampf zwischen Estar und Galbadia begann. Wir wurden darin verwickelt. Danach passierte etwas Eigenartiges. Ein Estar-Schiff kam hier an. Sie boten uns an, auf ihr Schiff zu kommen. Sie wollten uns evakuieren. Natürlich lehnten wir ab. Wie konnten wir ihnen vertrauen? Sie haben zwar versucht, uns zu überreden, aber die Kämpfe um uns wurden immer heftiger.
als sie gerade wegfahren wollten, sagte Elione irgendetwas und sprang auf deren Schiff rüber. Das war nicht ihre Art. Wir haben nichts verstanden. Und das Esther-Schiff war verschwunden. Und wir... Nein, das ist nicht so wichtig. Das war's dann. Wir wollen nach Esther, sobald das Schiff repariert ist. Es tut mir leid, Squall. Wir konnten sie nicht beschützen. Elione befindet sich also in Esther? Wir nehmen es an. In Esther, hm? Tja... Wohin gehen wir jetzt? Nach Esther. Uah! Esther, das Land des Schweigens. Das Land, das einst die ganze Welt in Schrecken versetzt hat. Zudem kommt der Garten auf einem solchen Untergrund wahrscheinlich gar nicht voran. Wir gehen trotzdem nach Esther. Nur, wo ist Esther? Der Kontinent von Esther ist komplett umgeben von einem Gebirge. Der Kontinent verbirgt sich hinter dieser Gebirgskette. Es gehen kaum Menschen aus oder ein. Das ist der Grund, warum es das Land des Schweigens genannt wird. Dass wir einmal nach Esther gehen, hätte ich nie gedacht. Die Soldaten dort sind mir unheimlich. Ja, das passt schon. Legen wir ab? Genau. Verstanden. So, wir nehmen wieder Twisted und Selfie mit. So, und wenn ich mich nicht ganz irre, müssen wir jetzt hier einmal manuell nach FH fliegen. So, erstmal wieder eine etwas angenehmere Kartenansicht einstellen. So. Und hier aus dieser blöden Bucht raus navigieren. Nee. So, okay. So, parallel dazu schaue ich mal ganz kurz ins Lösungsbuch, ob wir wirklich nach FH müssen. Bla 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 bla. So. Genau. Okay. Lösungsbuch sagt auch, einmal nach FH, dann hatte ich das richtig im Kopf. Sehr schön. Ah, hier haben wir übrigens Winhill. Nur falls ihr euch gefragt habt, wo es sich befindet. Hier. So, aber das ist erstmal noch uninteressant für uns. So, dann war das hier auch der falsche Strand, auf den wir, über den wir dann aufs Festland gegangen sind. Hier wollten wir hin. Denn ich muss ja auf die andere Seite der Eisenbahnbrücke, um in FH anlegen zu können. So. Schaffe ich es nicht, auch hier auf der Brücke zu schwimmen? Nee. Das lässt das Spiel leider nicht zu. Schade. Hätte ich lustig gefunden, aber naja. Ist dann halt so. Was will man machen? So, wir setzen einmal nach FH über. So. Kennen wir ja schon. Gehen wir, Renoir. Wir suchen Elione. Elione führt uns beide wieder zusammen. Sorry, Freunde. Ich kann zurzeit an nichts anderes mehr denken. Was mich ein bisschen wundert, weil es gab nicht wirklich
eine Entwicklung dahin, sag ich mal, dass Squall, also dass man gemerkt hat, oh, so langsam empfindet er mehr für Rinoa. Es kommt in meinen Augen ein bisschen plötzlich, aber naja, etwas weit, aber es wird schon. Ja, aber das wird erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.